Hallo, wie geht's denn so? Das Thema wurde sich von Großadmiral Thrawn gewünscht. Riff Tempson war ein männlicher Karkarodon, der während der Klonkriege der Separatisten als Kommandant diente. Ich werde jetzt nur auf seine Persönlichkeit eingehen, weil man ja seine Geschichte in Clone Wars sieht. Riff Tempson galt wie auch seine Landsleute als grausam. Er erfreute sich an dem Blut und am Mord eines jeden Gegners, ohne Rücksicht auf seine eigenen Leute, denen er ebenso unbarmherzig umging wie mit seinen Feinden. Tempson war ein guter Stratege, der die Fähigkeit besaß, schnell und logisch zu denken, was ihm oft zum Sieg verhalf. Zum Töten benutzte er sein großes Gebiss, das mehrere Reihen Zähne besaß und ausgerenkt und ohne weitere Probleme wieder eingerenkt werden konnte. Seine Spezies war Karkadon, er war männlich, seine Hautfarbe war blau, seine Augenfarbe war schwarz und er war 2,21 Meter groß. Er starb 21 VSY auf Duck. Diese Party ist vorbei. Falls ihr noch weitere Videovorschläge habt, schreibt es doch in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, abonniert und aktiviert die Glocke.